Hallo Leute und herzlich willkommen beim neuen Update hier auf meinem Kanal. Und hier seht ihr einmal meine Performance von heute. Heute ist Mittwoch. Wir haben heute mit einem Plus von 30 Euro den Tag beendet oder 0,31%. Ging hier am Anfang des Tages relativ weit runter bis auf minus 60 Euro oder 0,63%. Höchststand war auch dann hier gegen Ende. Das waren hier bei plus 40 Euro knapp oder 0,4%. In der Wochenperformance sehen wir einen sehr, sehr starken Abfall. Wir waren am Anfang der Woche wieder über 10.000 Euro. Ich dachte, jetzt geht es wieder richtig schön bergauf. Wir waren bei plus 300 Euro oder knapp 3%. Jetzt sind wir bei minus 80 Euro oder 0,82% Wochenperformance. In der Monatsperformance minus 720 Euro oder knapp 7%. In der Jahresperformance minus 968 Euro oder 9%. Und in der Gesamtübersicht minus 800 Euro oder 7,6%. Gestern ist mein Portfolio bis ungefähr 15.30 Uhr sehr, sehr stark angestiegen. Ich glaube, wir waren knapp 150 Euro im Plus. Und ab dann ging es rapide bergab. Also es ging wirklich sehr, sehr steil bergab. Es gab gestern und heute keinen Trade. Dafür gab es am Montag einen Trade. Wie der aussah, zeige ich euch gleich. Erst einmal blende ich euch hier einen Screenshot ein vom Höchststand von meinem Portfolio von Dienstag, dann vom Tiefstand und dann, wie sich einmal meine Werte entwickelt haben. Und bevor ich euch den Trade von Montag zeige, zeige ich euch einmal, wie sich meine Werte so entwickelt haben. Der MSCI World heute plus 0,58%. Hier sind wir bei minus 9,3% oder 738 Euro. Dann Global Clean Energy minus 2% heute. Hier sind wir bei insgesamt minus 63 Euro oder 10,68%. Dann geht es weiter mit NIO. Die sind heute sehr, sehr schwach in den Tag gestartet. Sind hier bei minus 7% gewesen oder knapp minus 8% heute an einem Tag. Haben sich aber zum Glück wieder erholt und sind gestiegen. Hier sind wir bei plus 50% oder 175 Euro. Dann geht es weiter mit Alibaba heute plus 0,3%, auch die letzten Tage sehr, sehr stark performt. Ich sehe Alibaba so bei ungefähr 120 Euro, da denke ich, werden die sich erstmal einpendeln. Hier sind wir bei plus 15% oder 58 Euro. Dann geht es weiter mit AMD, leider auch sehr, sehr schwach performt. Heute minus 2,5%, hier sind wir insgesamt bei minus 24%. Oder 117 Euro. Xylem leichtes Plus, plus 0,86% heute. Hier sind wir bei minus 7,6% oder knapp 30 Euro. Und der Call-Optionsschein auf PayPal heute plus minus 0. Hier sind wir bei 92% minus oder ungefähr 92 Euro. Ja, es gab diese Woche einen Trade, einen sehr, sehr schlechten Trade. Wie der ausgesehen hat, zeige ich euch jetzt eben. Das ist der Long Open End Turbo, für den ich mich am Montag entschieden habe. Der ist heute ausgenockt worden um 8.30 Uhr. Im Wochenverlauf sehen wir, dass der Höchststand hier bei 2,30 Euro war. Ich habe am Montag sehr, sehr tief gekauft. Ich glaube für 1,60 oder so ungefähr. Weiß ich nicht genau, können wir gleich nochmal gucken, ungefähr hier. Dann in dieser Abwärtsbewegung, ja, dann ging es richtig steil runter. Ich hatte dann hier eine Stop-Loss-Order, glaube ich, bei 50 Cent gestellt. Ich wollte die eigentlich bei 1 Euro ziehen, aber die Gier hat mal wieder gesiegt. Ich dachte mir, okay, ich gebe dem Ganzen noch eine Chance und setze die Stop-Loss-Order ein bisschen tiefer. Ja, dann wurde meine Stop-Loss-Order getriggert. Danach ging es natürlich direkt wieder hoch. Aber zum Glück haben wir verkauft, denn der Schein wurde heute ausgenockt, sprich Profit hätten wir damit sowieso nicht mehr gemacht und haben hier noch unser letztes Geld gerettet, das wir in diesen Schein hatten. Ich glaube, ich habe ungefähr 170 Euro reingesteckt in diesen Schein und 50 Euro wieder rausgeholt.
Bisschen satter Verlust von ca. 120 Euro, aber wie das genau aussieht, zeige ich euch auch jetzt eben. So, hier unten seht ihr einmal den Trade vom 24.06. mit plus 38%. Das war der beste Trade letzte Woche. Dann seht ihr, habe ich hier eine Limit-Kauforder mehrmals storniert, weil ich auch versucht habe, erst Short auf Gold zu gehen, was natürlich viel, viel besser gelaufen wäre. Da habe ich den Einstieg aber nicht bekommen. Ist dann zu stark angestiegen und dann dachte ich mir, okay, versuche ich es mal mit einem Long. Ja, Limit-Kauf für 1,75, für 176 Euro mit 72% Minus verkauft für 48 Euro. Also sind hier ungefähr so 125 bis 130 Euro, die wir hier an diesem Schein verloren haben. Ja, ging auch relativ zügig. Deshalb auf gar keinen Fall nachmachen. Wie ihr seht, man kann sehr schnell sehr viel Geld verlieren. Ja, nach diesem Trade war ich sehr, sehr gebrochen, hatte dann erstmal auch keine Lust, weitere Trades zu machen oder Verluste einzufahren. Ich hatte auch gestern und heute Spätschicht, deswegen ging es sowieso nicht so mit dem Trading. Morgen ist Donnerstag, da wird es auf jeden Fall den ein oder anderen Trade geben. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein kostenloses Abo für mich da. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und denkt bitte immer daran, dass es keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung, alles nur meine persönliche Meinung. Ich möchte hier niemanden zum Kauf von irgendwelchen Derivaten animieren. Ein sehr, sehr gefährliches Produkt. Ihr könnt sehr schnell sehr viel Geld verlieren. Deshalb macht's nicht nach, schaut's euch lieber bei mir an, lernt aus meinen Fehlern und macht's vielleicht sogar besser. Und wenn ihr gar keine Ahnung von Derivaten habt, aber trotzdem damit handeln wollt, dann informiert dich auf jeden Fall selber nochmal. Ich melde mich auf jeden Fall morgen wieder zurück. Bis dann. So Leute, ich melde mich wieder zurück und wie ihr seht, unser Portfolio entwickelt sich sehr, sehr schlecht. Heute ist Donnerstag, der 30.06. Heute minus 160 Euro knapp oder 1,65%. Ja, sehr, sehr viel für einen Tag. Wir sind hier nur noch bei 9.430 Euro circa. In der Wochenperformance minus 570 Euro oder 5,7%. Auch sehr, sehr viel für eine Woche. Dann in der Monatsperformance minus 950 Euro oder 9,14%. Jahresperformance minus 11,48% oder 1200 Euro. Und in der Maximalansicht minus 1000 Euro circa oder 9,8%. Heute gab es auch wieder einen Trade, der auch sehr, sehr schlecht war, der aber eigentlich gar nicht hätte schlecht sein müssen. Da habe ich wieder einen Fehler gemacht. Welchen genau erzähle ich euch gleich. Erst einmal zeige ich euch, wie sich meine Werte heute entwickelt haben. Der MSCI World minus 1,9%. Hier sind wir mittlerweile bei minus 11% oder 873 Euro. Global Clean Energy heute plus 0,9% circa. Hier sind wir bei minus 10% knapp oder 60 Euro. Dann geht es weiter mit NIO minus 1,5% heute. Hier sind wir immer noch knapp 50% im Plus oder 167 Euro. Dann Alibaba heute auch minus 2,2%. Hier sind wir auch noch im Plus. Plus 12,4% oder 47 Euro. Xylem heute leichtes Plus, 0,3%. Hier sind wir 7,4% im Minus oder knapp 30 Euro. AMD minus 2,2%. Hier sind wir bei minus 25% oder 126 Euro. Und der Call-Optionsschein auf PayPal heute minus 20%. Hier, der hat nur noch 6 Euro Restwert, minus 93% oder 93 Euro. Und wie der Trade von heute aussah, das zeige ich euch auch jetzt einmal. So, das ist der Trade von heute. Ich habe den gekauft hier ungefähr für 2,25. Ja, und dann ging es immer weiter bergab, bergab, bergab. Und dann gab es hier diesen richtig starken Dip. Ich hatte meine Stop-Loss-Order bei 1,60 eingestellt. Ja, die wurde dann natürlich getriggert. Und direkt danach, also es war jetzt hier, glaube ich, keine halbe Stunde, die dazwischen lang, ging es richtig steil bergauf, bis auf über 3 Euro. Ja, hier hätten wir einen satten Profit mitnehmen können, wenn wir diesen Schein länger gehalten hätten oder die Stop-Loss-Order nicht gesetzt hätten. Aber das weiß man vorher leider nie. Hätte auch genauso gut hier noch tiefer fallen können und dann wären wir ausgenockt gewesen.
Aber naja, wir trauern da nicht hinterher. Ärgerlich ist es trotzdem. Ich muss mir da irgendwie was anderes überlegen. Entweder werde ich den Stop-Loss schon viel eher ziehen, sodass der Verlust, wenn er kommt, dann gar nicht erst so wehtut, als wenn ich hier die ganze Zeit abwarte und dann die Wende sowieso verpasse. Wie viel Verlust ich mit dem Schein gemacht habe, zeige ich euch auch jetzt eben. Hier könnt ihr es sehen. Unten ist der Knockout von Montag. Hier waren wir ja bei minus 72%. Und heute minus 32%. Hier seht ihr es für 2,24 gekauft und für 1,53. Da wurde die Stop-Loss-Order getriggert. Ich hatte die bei 1,60 stehen, aber der Kurs ist so rapide abgefallen, dass die halt zum nächstbesten Zeitpunkt ausgeführt wird. Und das war hier dann 1,53. Ja, hier auch wieder ein satter Verlust von circa 70 Euro. Also diese Woche lief sehr, sehr schlecht. Denkt bitte daran, nicht nachmachen, sehr gefährlich, ihr könnt sehr schnell sehr viel Geld verlieren. Ich bin das beste Beispiel dafür, also nicht nachmachen. Ja, diese Woche lief sehr, sehr schlecht für mich. Ich habe einen großen Verlust eingefahren. Ich habe auch, glaube ich, nur noch jetzt hier 160 Euro, 167 Euro zur Verfügung, mit denen ich noch traden könnte. Nächste Woche werde ich wieder ein bisschen einzahlen, weil auch meine Sparpläne ausgeführt werden und da brauche ich auf jeden Fall noch ein bisschen Geld für. Ich fahre gleich in den Urlaub, deswegen wird es für morgen, also für Freitag, kein Update geben. Das nächste Update wird auch erst nächste Woche Freitag kommen. Ich werde versuchen, zwischendurch noch ein paar Trades zu machen, aber die werdet ihr dann alle erst nächste Woche Freitag sehen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann würde ich mich über ein kostenloses Abo freuen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und lasst auch gerne einen Kommentar für mich da. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Update wieder. Bis dann.